Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich habe ein Buch geschrieben über den Sommer und ich bin ziemlich aufgeregt, denn es wird in wenigen Tagen rauskommen. Ich habe sogar schon Exemplare hier. Also ich freue mich sehr über dieses Buch. Es ist wirklich prallvoll und sehr, sehr vielseitig mit Interviews und allem. Aber es könnte sein, dass es trotzdem ein Flop wird. Bevor ich dazu komme, warum das so ist und wie ihr mir vielleicht dabei helfen könnt, vielleicht ein ganz paar Worte, was es mit diesem Buch auf sich hat. Ich berichte darin über die Jugendkultur im Internet, aus meiner Perspektive als Vater von Oscar, als Manager auch teilweise und auch als selber Kreativer. Klar, es richtet sich an Eltern, an Lehrer, an Digital Immigrants, was diese ganzen Plattformen so wollen, was der Sinn der Sache ist und es könnte euch auch interessieren. Denn wer von euch kennt so richtig die Hintergrundstories, wie man Geld verdient auf YouTube, was die Chancen sind, die Schattenseiten für Menschen, die auf den Social Media professionell unterwegs sind, wie viel Aufwand dahinter steckt, wieso es so viel Hate und Missstimmung gibt. Vielleicht seid ja ihr auch ein Teil davon. Und warum auch viele Kreative auf den Social Media irgendwann einen Burnout erleiden. Darum geht's in diesem Buch. Das heißt, es ist eigentlich ein Buch für ganz viele. Es könnte ganz viele interessieren. Und ich habe es auch schon einigen zum Lesen gegeben. Und ich war sehr happy, weil es hat wirklich allen super gut gefallen. Und zwar ganz unabhängig vom Alter. Zum Beispiel Charles Barr, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist ziemlich bekannt dafür, weil er mit 17, der hat schon mit 15 angefangen, eine Agentur zu machen, wo er junge Influencer ja vermarktet hat, auch beraten hat und ist wirklich sehr erfolgreich in dem Geschäft. Der ist 17 und der fand das Buch ganz toll. Aber genauso habe ich auch eine Agentur, die Pressearbeit für mich macht und das sind eher so in meinem Alter oder älter, die mehr so Bücher lesen, die im Schrank stehen und aus Papier sind. Und die fanden das Buch auch super. Also könnte man eigentlich denken, super Buch, interessiert viele Leute, wird bestimmt ein großer Erfolg. Und genau das ist eher unwahrscheinlich. So ein Buch ist richtig schwer zu verkaufen. In Deutschland kommen im Jahr 60.000 bis 70.000 neue Bücher auf den Markt und die meisten werden Flops. Insofern ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch meins ein Flop wird. Und das hat auch was damit zu tun, dass es vielleicht gar keine so große Rolle spielt, ob das Buch gut ist, sondern es hat eher was damit zu tun, kann sich ein Verlag zum Beispiel Anzeigen leisten, damit er in der Zeitschrift auch eine Rezension bekommt. Oder kann er sich leisten, hohe Rabatte zu geben, damit eine große Buchhandlungskette das Buch dann auch bestellt. Kann er sich vielleicht sogar einen Platz auf dem Tisch leisten von der Buchhandlung? Oder hat er sogar so viel Geld, dass er jeder Buchhandlung in Deutschland, und das sind immerhin 6.000 Stück, vielleicht 5 Bücher schicken kann? Nein, dieses Geld ist nicht da. Und das wird ein ganz schwieriger Weg, Analogland auf diese Weise zu erobern. Ja, natürlich versuchen wir viel Aufmerksamkeit zu bekommen und wir schicken Bücher an Journalisten und an Zeitschriften und an Fernsehsender. Aber letztendlich funktioniert es halt dort genauso wie auf YouTube. Es geht um Geld und es geht um Verkaufen und wer den kleinsten Geldbeutel hat, hat manchmal auch das Nachsehen. Und gerade die Presse, die will halt auch nichts falsch machen und deswegen stehen oft Bücher im Vordergrund, die von Experten geschrieben sind, von Wissenschaftlern. Und auch über Neuland gibt es in erster Linie Bücher von Soziologen, von Pädagogen, von Psychologen, die alle was über Neuland zu sagen haben und aus meiner Sicht vor allem einen großen Fehler haben. Sie waren noch nicht da. Ich war da und ich sehe manche Sachen aus einer anderen Richtung. Und gerade damit renne ich auch nicht unbedingt offene Türen ein in Analogland. Und insofern ist da wirklich viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht nur 3 Monate an einem Buch geschrieben habe, sondern direkt danach ging es gleich weiter, nämlich mit den Überlegungen, wie kriegt man irgendwie eine Aufmerksamkeit, dass hinter dieses Buch auch gelesen und gekauft wird. Tja, mein Ziel ist eigentlich nichts weniger, als dass wir ein bisschen zusammen die Gesetze der Schwerkraft aushebeln, die Gesetze des Marktes und einfach ein bisschen Wirbel machen, Aufmerksamkeit schaffen, Aufmerksamkeit erzeugen, sodass Analogland hinterher auch auf Neuland was hört und denkt, oh, da ist ein interessantes Buch, das schauen wir uns dann doch auch mal an. Ach ja, und übrigens, weil das auch immer wieder gefragt wird, also ich bekomme von einem Buch 1,50 Euro. Da kann man viele, viele Bücher verkaufen, bis wir dann wirklich das Model X haben. Das wird noch eine Weile dauern. Okay, ich lade euch also ein, mit mir zusammen die Gesetze der Schwerkraft aufzuheben. Und auf was könnt ihr euch freuen? Vor allem nächste Woche fahren Oscar und ich auf Tour. Wir nehmen den Tesla und fahren zu euch in die großen Städte und stellen das Buch dort vor. Wir sind am 5. November in Köln bei der Gute Botschafter GmbH, dann am 6. November am Mittwoch in Hamburg im Jungen Hotel Hamburg und am Freitag, den 8. dann in Berlin im Volkswagen Respace. Zunächst mal ganz herzlichen Dank an diese 3 Orte, die uns diesen Raum zur Verfügung gestellt haben. Am 12. sind wir dann auch noch in Konstanz in der IHK und was wir dort machen, ist aus dem Buch lesen,
kleine Interviews machen, mit euch sprechen, ins Gespräch kommen, interaktive Teile haben, Lust auf das Buch machen, Lust aufs Lesen machen, natürlich Fotos machen, signieren und der Eintritt ist frei. Ich freue mich, wenn ihr euch anmeldet unter neuland@dieserdad.de, dann weiß ich so ein bisschen, wer kommt oder ob jemand kommt. Aber ihr könnt natürlich auch unangemeldet auf jeden Fall vorbeikommen. Viele von euch wissen ja, dass ich ursprünglich Musiker bin und deswegen denke ich, dass auch Musik eine Rolle spielen wird. Vielleicht singe ich euch sogar den neuen Song dann schon vor, den ich extra für dieses Buch geschrieben habe. Willkommen in Neuland heißt er. Wir hören vielleicht mal ganz kurz rein. Wo ich herkomme, kenne ich mich aus. Viele kennen meinen Namen. Ich bin da zu Haus. Ich lasse es zurück. Lass alles hinter mir. Jetzt bin ich hier. So, das muss genügen. Willkommen in Neuland. Den Rest hört ihr auf einer der Buchvorstellungen oder spätestens am 12. November. Da kommt das Musikvideo dann auf meinen Kanal. Ja, heute ist Donnerstag, der 31. Oktober und bis zum 5. November habe ich noch eine ganze Menge vor. Das Musikvideo soll noch entstehen. Ich habe 8 Interviews noch, die ich schneiden muss, denn in meinem Buch sind ja auch Interviews drin und da gibt es jeweils einen Link auf ein Video, wo dann die komplette Fassung zu sehen ist. Und da muss ich eben noch 8 Videos schneiden. Insgesamt werden wir Videos haben, zum Beispiel mit Felix von der Laden, Leo Ballis, mit Oskar, mit Christian Solmecke, mit Timo Wölken, mit Axel Voss, der bekannt geworden ist in der Artikel 13-Diskussion. Also auch unterschiedliche Perspektiven kommen zu Wort. Ich habe also eine ganze Menge zu tun noch, setze mich jetzt auch gleich wieder an den Schreibtisch. Und ich hoffe, ihr seid gespannt auf das Buch. Wenn ihr es nicht zur Tour schafft, ihr könnt es jetzt schon vorbestellen auf Amazon. Es kostet 18 Euro. Es gibt auch eine E-Book-Version, die kostet 8,99 €. Die kann man, glaube ich, sogar bei ebook.de vorbestellen. Ja, und dann merkt euch den 12. November vor, da kommt das Musikvideo auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf und über dieses Buch. Seid dabei in Köln, Hamburg oder Berlin und auch nächstes Mal wieder hier auf diesem Kanal, euer Diesel Dad.